Hallo und willkommen zum Mangoland. In diesem Video möchte ich zeigen, wie ich die Mangos verarbeite zum Nektar. Also wir haben sie gesammelt. Wir sehen sie hier, sind 20, 30, 40 Kilo, weiß nicht wie viele. Und ich werde jetzt zeigen, wie ich die Mangos verarbeite, sodass sie zum Nektar werden. Ich habe schon etwas Nektar gemacht und verbraucht. Und zeige jetzt erstmal den Nektar. Hier sehen wir den Mango-Nektar, wie er ist. Er ist so ziemlich dick. Jetzt werde ich zeigen, wie ich das mache. Also was ich mache ist, ich wasche zuerst die Mangos, denn die kommen vom Boden. Nachdem sie gewaschen sind, dann nehme ich mit einem Messer so und werde sie komplett schälen. So, jetzt ist es komplett ohne Schale und dann kommt es irgendwo anders hin. Nachdem die Schale weg ist, dann mache ich so mit beiden Händen und es kommt jetzt Mango-Nektar raus. Also so ein Geschmack. Wie diese Mangos haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Also gut, die Mangos sind, die meisten sind sehr gut im Geschmack. Aber so wie diese, also waren noch keine bis jetzt von denen, die wir gehabt haben. Und danach gehen wir durch einen Sieb, machen wir so, dass diese Fasern, die noch bleiben von diesem Auspressen, auch noch weg sind. Also wer mehr über Paraguay wissen will, lade ich ein, auch diesen Kanal zu abonnieren. Ich werde immer wieder jede Woche neue Videos von Paraguay bringen. Danke für Abonnieren des Kanals. Ich wünsche allen ein besseres Leben.